Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns mal wieder auf Corellia und sollen hier noch ein, zwei Transmitter entdecken sowie vergrabene Samen ausgraben. Wir gehen jetzt hier gerade mal durch diese Passage durch, weil am anderen Ende wartet dann noch der ein oder andere Transmitter auf uns, den wir entdecken müssen. Das sind ein paar Gegner, die müssen wir aus dem Weg räumen. Sonst kommen wir nicht dran vorbei. So, können wir plündern? Nö. Weiter geht's. So, hier kommen wir locker flockig dran vorbei. Und hier müssen wir dann den Ort mal suchen, wo wir denn den Transmitter entdecken sollen. Gucken. Okay, wir sind eigentlich relativ sicher hier in der Mitte. Ich würde mal gucken, ob wir den vielleicht von hier schon entdecken können. Da ist er. So, dann haben wir hier schon den zweiten von sechs auf Corellia entdeckt. So, gucken wir mal, wo die nächsten sind. Hier oben im Tal der Arbeit ist auf jeden Fall einer noch. Da würde ich mal die Schnellreise nutzen. Und der aktuell letzte Planet, auf dem wir dann noch fahren müssen, ist Hoth, der Eisplanet. Dort müssen wir auch nochmal sechs Transmitter entdecken und einen vergrabenen Samen ausgraben. So, ja, da müssen wir erstmal hinkommen hier. Ich guck mal gerade, wie wir da am leichtesten hinkommen. Ja, müssen wir wohl den Weg dort oben nehmen. Laufen wir hier mal lang. So, das ist aber auch der einzige hier, ne? Ja. Ja, Corellia haben wir viel erlebt. Ganzen Krieg haben wir hier geführt. Jetzt, wenn man mal wieder hier ist, denkt man sich so, ja, war schon krass, was hier so alles los war. Aber auch hier hat die Republik den Kürzeren gezogen, wie so oft. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da müssen wir mal irgendwie dran vorbeikommen. So. Ja, auch sehr langläufig hier die Bereiche. Gibt meistens immer nur eine Schnellreise pro Sektion. Und das ist dann meistens an den Busbahnhof. Beziehungsweise ja an dem Zugbahnhof, kann man ja sagen. Schwebebahn oder wie auch immer die sich nennt. So, ich weiß gar nicht, ob wir da noch runter müssen. Vielleicht können wir auch von hier schon versuchen, das Ganze zu entdecken. Okay, von hier entdecke ich nichts. Testen wir nochmal von hier aus.
Ach, da oben ganz, guck mal. Ja, wer schaut da schon hoch? Wir. Also wäre mir so jetzt nicht aufgefallen. Gut, dann wären wir im Tal der Arbeit soweit auch fertig. Hier gibt es dann schon mal zwei Orte. Da ist dann vermutlich auch der Samen versteckt im Axialpark. Und dort müssen wir dann auch nochmal wieder eine ganze Ecke zu Fuß So schnell stirbt man beziehungsweise nicht. auf unserem Reittier zurücklegen. So, wo reiten wir denn da am besten lang? Hier hoch würde ich sagen und dann Richtung Zoo. Ja, auch wenn wir den Krieg hier gewonnen haben auf Kyrenia, sind trotzdem noch republikanische Truppen hier. Das sind so die restlichen versprengten Einheiten. Ja, bin mal gespannt, ob wir den Samen denn im Zoo direkt finden. Das ist ja auch immer so eine Sache. So, wir können vielleicht auch noch mal unseren Beruf ein bisschen hochbringen. Wir haben hier noch so ein paar Gelegenheiten, was herzustellen. Vielen Dank für das Vertrauen. Alles So, klar, und wird. noch ein spannender Auftrag. Da gucken wir mal, wie weit wir kommen jetzt mit den Materialien. Beim nächsten Besuch in einer Hauptstadt oder sowas, wo es Berufetrainer gibt, schauen wir dann auch nochmal rein, dass wir da ein paar neue Rezepte lernen. Mensch. Das kleine Teil hier hält uns auf. So, da wollen wir rein. Und ja, hier müssen wir natürlich ein bisschen Acht geben. Der könnte uns gefährlich werden. Fangen wir doch hier einfach mal an. Genug herumgehangen. So, wo müssen wir hin? In die Richtung. Das ist genau die falsche Richtung. Ja, da noch mal gucken. Okay, dann ist es vermutlich ein bisschen weiter hier sogar im Wasser. Vielleicht haben wir ja Glück. Auch nicht. Okay, vielleicht genau dort, wo wir stehen. Das könnte natürlich sein. Oder hier in diesem roten, schimmernden Wasser. Na, auch wieder nix. Ja, da könnte es sein. Gibt's ja gar nicht. So, doch wieder weiter in die Richtung.
Wir hätten doch hier noch so eine. Die können wir vielleicht mal benutzen hier, damit wir ein bisschen mehr Erfolg haben. Ja, der ist halt gefährlich hier. Den sollten wir nicht begegnen. Allein von der Gesundheitsanzeige her schon. Okay, aber wir haben den Samen gefunden. Sehr schön. So, dann bring mal her. Ihr habt den Samen gerade rechtzeitig erreicht. Sie sind darauf programmiert, einer Erfassung zu entgehen. Ja, sehr schön. Das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur noch in den Bereich hier hinten kommen. Ja, da würde ich sagen, kommen wir hier oben am besten lang jetzt. Wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. Ja, der Storystrang führt dann auf Malan nachher weiter. Also Lana Beniko haben wir ja schon kennengelernt. Die blonde, ja, Schönheit möchte ich nicht sagen, aber die blonde Dame, die sich dazu geäußert hat, dass sie ein bisschen Verrat wittert innerhalb des Imperiums. Ja, ich bin gespannt, was da dran ist. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Und auf Manan geht es dann halt weiter. Wir machen aber erstmal hier die Makrofernglaser-Mission und die Suchtruinen. Die machen wir erstmal fertig. Und dann werden wir mal schauen, was uns als nächstes erwartet. So, ich teste das Ganze mal von hier aus. Dahin jetzt glaub ich, was gut. Haben wir gerade Glück, dass wir noch über die Brücke rüber gucken können. Da ist der Transmitter versteckt. So, der letzte ist hier hinten. Dann fehlt aber noch irgendwo einer. Also hier ist auf jeden Fall keiner. Ja, wir reisen erstmal dahin. Vielleicht finden wir den anderen dann noch. So, hier wollen wir erstmal raus. Ah ja, hier oben sind beide, alles klar. Gut, würde ich sagen, jetzt habe ich ja, was gut. Nutzen wir den Weg hier nach oben. Beziehungsweise wir können auch hier runter und dann dort hoch. Nehmen wir mal den Weg. Ja, das ist das Einzige, was auf Korea ein bisschen unübersichtlich ist, die Wegfindung so ein bisschen. Auch wenn sie immer noch ganz gut eingezeichnet ist. Man muss halt nur ein bisschen die Augen offen halten. Viel schlimmer fand ich da Na Shaddaa. Ihr erinnert euch bestimmt. Mit den ganzen verschiedenen Ebenen und Fahrstühlen. Da war das manchmal nicht ganz so klar, wo man hin muss.
Ja, da oben ist sogar so ein Riesenkreuzer. Gar nicht so weit weg von uns. So, auf 477 sind wir schon im Beruf. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt noch bis 500 hochkommen. Aber ich bin der Meinung, ab 475 gibt es wieder ein neues Rezept, wo neue Materialien benötigt werden. Und wir haben ja mit der Zeit immer mal Materialien gesammelt. Da sollte eigentlich genügend vorhanden sein, um den Beruf weiter nach oben zu bringen. So, wir nutzen mal das Makrofernglas und schauen uns mal um, ob wir hier nochmal irgendwo was entdecken. Da. Bin mir sehr hoch hinaus, hier in Corellia. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ja, würde ich sogar sagen, hier einmal durch. Ja, Fenzel hat alles erledigt. Soweit, so gut. Können wir nochmal gucken, ob wir hier einen können wir, glaube ich, noch machen. Dann war es das. So, das ist jetzt der letzte Transmitter auf der Liste für Corellia. Danach geht es wieder auf unser Raumschiff und dann werden wir nach Hoss weiterfliegen. Können wir schon so ein bisschen die Augen offen halten, ob wir den nicht hier irgendwo entdecken. Da ist er schon. Brauchen wir gar nicht so weit latschen. So schnell stirbt man nicht. Aufbahrungsrapport. So, wir testen das Ganze einmal hier, was da los ist. Was immer euer Anliegen bei dieser Sache ist, es bedeutet mir nichts. Ich tue, was ich tue, um zu beweisen, dass ich es kann, ohne gefasst zu werden. Nur, falls ich mich bisher missverständlich ausgedrückt hatte, allen, die jemals versucht haben, mich zu fassen, wurde ein grausames Ende zuteil. Ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir reisen zurück auf unser Raumschiff. Oder, nee, wir reisen einmal nach Drum und Kars. Dann können wir tatsächlich für unseren Beruf mal die neuen Rezepte lernen. Und von dort aus können wir dann auch auf unser Raumschiff wieder zurück. Ist auf jeden Fall sehr bequem hier mit diesen Schnellreisen-Funktionen. Die könnt ihr über das Vermächtnis freischalten. Kostet nicht die Welt. Und ihr habt damit auf jeden Fall einen riesengroßen Zeitgewinn. So, hier hinten haben wir die Händler und die Berufetrainer. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen finden. Da ist er für die Sinsfertigung. Und hier seht ihr schon, 450, 470. Kostet uns alles natürlich ein paar Credits, aber das geben wir gerne aus. Und damit haben wir dann auch hier schon wieder ein neues Rezept freigeschaltet, mit dem wir dann weitere Gegenstände herstellen können. Zuschalllösung bräuchten wir dann noch einmal. Es gibt ja auch irgendwo einen Händler. Da.
Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich so, einfach. So, Zuschauerlösung. Da ist sie. Ja, die wollen wir dann ein paar Mal kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht so 200 Mal. Oh, nee, so oft nicht. 200 Mal reicht. Das kostet ja auch schon 240.000 Credits. Dann haben wir aber erstmal was. Beehrt uns doch wieder. Und mit denen können wir dann zumindest so einige Level wieder nach oben bestreiten. Fenzel kann uns hier nochmal helfen und Quinn. Und Bert kann hier die restlichen drei machen. Gut, Leute, dann reisen wir erstmal wieder aufs Raumschiff, fliegen nach Hoth und dann, ja, machen wir da nochmal die letzten Transmitter und den letzten Samen. Immer eine Freude. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Tag und fühlen sich nicht danach, mich zu deaktivieren. So, wir fliegen hin und checken vielleicht nochmal die Post hier. Diener 1, der Hand des Imperators. Der Imperator lebt. Zorn, unsere Korrespondenz ist leider etwas eingeschlafen. Das ist bedauerlich, aber unsere gesamte Aufmerksamkeit wurde von anderen dringenden Angelegenheiten beansprucht. Unabhängig davon, was ihr von Darth Maar und anderen gehört habt, kann ich euch versichern, dass der Imperator lebt. Er schlummert und bereitet sich auf seine unvermeidliche Rückkehr vor. Für den Rat der Sith ist es von Vorteil, dass ihr ihre Lügen glaubt. Sie haben Angst vor eurer Macht und das aus gutem Grund. Ohne die Stimme des Imperators repräsentiert ihr die stärkste Verkörperung seines Willens in der materiellen Welt. Wir haben vorausgesehen, dass eure Treue zum Imperator auf die Probe gestellt wird. Ihr müsst wachsam bleiben und eure Macht all jenen demonstrieren, die es wagen, sich gegen die Herrschaft des Imperators zu stellen. Ja, vielen Dank dafür. Ein paar Credits. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann fliegen wir nach Hoth, beziehungsweise fliegen einmal runter auf den Planeten und machen den Rest fertig hier. Also, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.